Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Oh ja, wir spielen wieder. Ja, wir spielen. Das ist unglaublich. Ja, wir spielen gewertetes Match, ne? Weiter mit dem Moloch. Und ja. Wir gucken mal, ob der Moloch heute gute Sachen machen kann oder ob er ein bisschen failt. Wir werden es sehen. Wir werden heute garantiert Rang 20, gehe ich mal einfach fest davon aus. Jaina gegen Garrosh. Okay. Sieg oder Tod? Ihr habt es so gewollt. Ja, finde ich doch eine sehr gute Anfangshand, würde ich sagen. Spielen den, dann den, dann den. Und dann holen wir den zurück. Also das ist zumindest so der vorläufige Plan. Ne? Wir gucken einfach mal. Hallo, na, bist du da? Ich frage mich, ob... Also wenn man einen Coin hat, kann ich zwar verstehen, dass es halt ein bisschen länger dauert, weil man halt noch mehr Sachen machen kann als, ne? Einfach nur mit 1, aber er ist da. Hat kurz überlegt. Okay. Na doch, komm, lass uns mal den spielen. Mal gucken, was er macht. Hat ein Krieger irgendwas, was ein Damage macht? Ja, ne? Oh, ich... Müsste ich mich heute dran erinnern? Ich frage mich, ob. Also, Mortal Coil hat ja der Hexenmeister. Rüstung, die passt. Okay. Ja, es Problem ist, das werde ich wahrscheinlich nicht alles nicht verhindern können. Das, oder ich spiele den Pat Nigel. Dann wird er den bestimmt angreifen. Spiel mal den und geh mal ins Gesicht. Angreift er vielleicht meinen 1-1er nicht an, sondern er den Pat Nigel. Ne, weil man will ja gut verhindern, dass. Dass Karten gezogen werden, ja. Nicht so Runde 3. Ich frage mich, ob. Ja, wir könnten 4 haben, aber 4 bringen uns auch nicht allzu viel mehr. Lass dich im Herzen sprechen. Verdammt, der macht's doch. Scheiße. Ja, oh, geil. Sehr gut. Ja, das ist ja nicht sehr geil, was hier gerade ist. Wir könnten uns mal spielen. Oh, das ist auch alles nicht so super. Ich meine, entweder kriegt er halt Fettrüstung oder halt Karten, ne? Das ist beides nicht so geil. Zurück an die Arbeit. Alter. Na, das ging schon gut hoch. Nein, nicht mein Pat Nigel. Lass den doch nicht, ne? Was stört er euch denn? Könnten das spielen?
Dann können die erstmal nicht angreifen und dann können wir noch einen Moloch und machen noch was weg. Machen erstmal den weg. Ja, dann bleibt halt nicht übrig. Zerstören wir den noch. Genau ins Gesicht und weiter. Ja, das war alles nicht so clever. Das war alles nicht so gut. Der hat ganz schön viele Kotten auf der Foto. Super. Das läuft, oder was? Ja, richtig krass läuft das. Er hat eine neue Rüstung, Alter. Ja, genau. Ja, mal spiel jetzt nicht. Ich erkenne, Geschosse bringt halt wirklich gar nichts, ne? Der Tiefenlichtseher bringt halt auch gerade nichts. Der Panda bringt auch nichts. Ja, es sieht nach Kotor aus. Oh. Kein Schaf, das ist doch scheiße. Ja, Blizzard bräuchte ich. Leckt gerade schon. Oh nee, bitte nicht. Machen wir denn nun? Oh, die Kotte ist doch scheiße. Müssen wir mal Karten ziehen. Ne? Ah, toll, Blizzard. Jetzt oder was? Das ist eine Scheiße, ey. Junge. Oh, leck mich doch mit der Mongo-Karte, ey. Und Spaß. Jetzt spiele ich das und ich hoffe. Was war denn das jetzt? Richtig geil, Junge. Das hat richtig gut funktioniert. Du bist drauf nicht, ohne du Scheißkarte. Egal, was du machst. Ja. Junge, wie viel hast du denn davon? Leck mich doch am Arsch. Ich könnte den und den zusammenspielen. Wenn das in den Acolyte of Pain geht, dann ist das auch nicht so geil. Oh, komm. Oh, das ist doch alles scheiße. Ja, sehr gut. Endlich, hat aber auch ewig gedauert. Kriegt der einen Damage und hier direkt weg, ey. Scheiße. Hat er jetzt wie Karten jetzt so, ne? Bleibt mir aber ohne Spielfähig, leider. Oh, wie ewig das hier dauert hat, die scheiß Karte wegzumachen, ne? Ja, hol dir noch ein bisschen Rüstung. 17 ist noch nicht genug. Wo ist mein Schaf? Wo ist das Schaf? Verdammt. Flamestrike, jawohl. Ach, okay. Jetzt mal vor Gott ein bisschen. Mal gucken. Nee. Oh, zum Glück, ja. Na komm, probier mal. Ja. So. Oh, das war aber jetzt wieder Glück des Todes einfach nur, ne? Das ist mehr Glück als Verstand hier. Ich bin hart im Nehmen. Ja, noch ein bisschen mehr, jawohl. Na komm, hol dir nochmal. Jawohl, hol dir nochmal Rüstung. Ja.
Ich überlege, ob ich das mal mache. Und wir mal den. Holen den nochmal zurück hier. Ja, und dann machen wir dem noch einen Damage. Und ohne Scheiß, wir müssen Rüstung mitmachen. Das man muss ja was vernichten, glaube ich, ne? Er sollte es zumindest. Was hast du, hm? Ja, genau. Das war ein ganz schön guter Zug. Kannst du noch 2 Damage machen? Ja, kannst du. Und der kann ja jetzt nicht angreifen. Okay, das ist sehr gut. Das machen wir mal weg. Machen wir den nochmal. Boah, ist sie vorbei. Von da ist scheißegal. Ah komm, gehen wir noch ins Sicht. Gut gespielt. Diese Runde geht an euch. Bevor der hier noch Zeug macht, ne, da habe ich echt keinen Bock drauf. Komm, wir spielen noch 50 Karten aus. Ah, der hat. Das war gut, ne? Verdammt. Scheiße. Ja, komm, habe ich gesehen, Niederlage. 40 Gold immerhin. Ich stopp mal ganz kurz die Aufnahme und gucke mal ganz kurz, ob ich das bin ich in dem Lag irgendwie, ob ich da irgendwas machen kann. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Ja, weiter geht's hier. Ich weiß jetzt, woran es mit dem Laggen liegt. Ja. Mein Computer macht erstmal fett Windows Updates. Immer sehr gut. Und ja. Das ist natürlich immer die beste Voraussetzung für eine richtig geschmeidige Aufnahme. Irgendwie ist der Bereich hier, immer wenn das sucht, das leckt bei mir immer unglaublich, ne? Jaina gegen Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Oh, gut. Sehr gut. Gut. Oh, nee, brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen erstmal normale Morlocks, ja. Oh, sehr gutes Opening. Wir fangen mit dem an. Hallo. Schönen guten Tag. Fangen wir erstmal ganz klassisch an hier. Ich glaube, wir spielen den. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Das machen wir. Nächste Runde können wir entweder mal Karten ziehen oder wir spielen den Eggelite. Card War. Kriegen wir mindestens durch die beiden Karten 3 Karten. Wir geben 2 und kriegen 3. Naja. So viele Möglichkeiten. Okay, den können wir auch noch spielen. Aber zusammen mit dem? Nee. Deswegen einen machen wir weg. Und eventuell, ne, muss ja vielleicht erstmal noch den Schrott fertig machen. Oder er hat halt einen Mortal und benutzt den. Für den Knifejacker. Weiß ich nicht, ob der das macht. Denk doch drüber nach. Denkst du drüber nach? Ich frage mich, ob. Na, was machst du?
Was machst du? Licht aus. Kaputt. Oh, er coint. Was coint er? Nee. Ah, jetzt bohrt ihr geklaut, wenn ich es eventuell, mal den und den spielen. Er wusste bestimmt nicht, dass es allen 3 Damage macht, oder? Wenn er sagt, das war ein Fehler, er hat vielleicht damit gerechnet, dass sein Vieh da überlebt, sein Raptor. Ja? Habe ich mit dem Moloch jetzt angegriffen oder habe ich einfach weiter gedrückt? Oh, gut. Ah, ist klar. Wir spielen mal die. Machen eine von denen schon mal weg. Und gehen weiter ins Gesicht. Ein Fireball auf der Hand. Wir haben noch Kortor. Er hat nur noch 2 Karten, aber er kann ja auch Karten ziehen. Was ihr wolle. Okay. Okay, wir können ganz easy das Board clearen und das machen wir, glaube ich, auch mal. Das so. Machen wir noch das. Spielen wir noch den. Machen noch das. Und machen das. Das war's. Oh, du hättest mal R kommen können, Kumpel. Ja. Ja, wir können gut Druck machen. Wir können alleine jetzt 4. Wir können 10 Damage machen. Okay, wir können vielleicht doch nicht mehr 10 Damage machen. Wir können nur noch 8 Damage machen. Verdammt. Also jetzt sind wir noch. Das ist Nähe. Und ich glaube, ein Frostboard. Wir halten das mal in der Hand. Wir können noch 9 Damage machen. Wir warten aber, falls hier jetzt irgendwelche Viecher kommen, weil. Nur mit diesen beiden Molochs können wir ja auch nicht erreichen gerade. Neun. Andaria, ah, siehst du. Warum ruft ihr? Boah, was machen wir denn? Könnten schon mal das machen. Machen nur das. Und machen wir weiter. Na, was hast du, hm? Ich hätte auch dafür den Fireball nutzen können, ne? Aber ich kann dafür natürlich den Fireball benutzen, was noch ein bisschen besser ist, glaube ich. Aber mit Frostbolt, Fireball und Heldenfisch oder das. Lass uns mal das Schaf nutzen. Den gehen wir so. Dann machen wir den weg. Und dann machen wir das. Ah, dann wird mit dem Schaf jetzt das clearen. Das ist natürlich, ne, sinnvoll. Beide 1-1er und 2 Karten auf der Pfote. Aber er hat ein bisschen weniger Leben. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Na, wir werden den Fireball dafür nutzen. Hm. Ja, das war ganz zu erwarten, ehrlich gesagt.
Oh, das können wir natürlich auch machen. Lass uns mal das so machen. Das noch machen. Und dann spielen wir den Panda. Ja, der bringt uns zwar gerade nichts, aber ne, wir brauchen ja Damage. Gut gespielt. Ja, was denn? Kannst du beenden, oder? Was, weswegen gut gespielt? Ich hab sonst nichts, Chefkeks. Das ist gerade sehr gut. Das ist sehr gut getopdeckt hier. Zwei Damage noch. Also nächste Runde wäre eigentlich tot. Kommt drauf an, ob er noch irgendwas. Ja, der ist, jetzt ist er auf jeden Fall. Wenn er jetzt nicht 12 Damage machen kann, ist es vorbei. Oder halt Spott legen. Nee, Spott ist auch scheißegal. Okay, er hat den Magma-Mythos ins Gesicht. Gut gespielt. So. Yeah, Rang 20. Das heißt, wir kriegen unsere Truhe am Ende der Saison auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mit einschaltet. Wow. Also bis dann, danke fürs Zusehen und tschüss.